Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatam. Ich habe hier so einen ganz interessanten Effekt. Könnt ihr den auch sehen? Dass sich so Wasser in dem Bhagavatam widerspiegelt. Das ist, hat irgendwas noch vom letzten Hintergrund zu tun, obwohl ich den deaktiviert habe. Aber es sieht ziemlich krass aus. Schon, ne? Ja. Transzendental, ja. Hier ist der Nektar drin, der fließende Nektar. Das ist der Beweis. Und zwar wird auch das Srimad Bhagavatam als die reife Frucht am Baume des vedischen Wissens bezeichnet. Es ist sozusagen das wichtigste Buch neben der Bhagavad Gita von den Hare Krishna-Anhängern, denn in diesem Buch werden die verschiedenen Inkarnationen Krishnas alle beschrieben und welche Beziehung Krishna und in seinen verschiedenen Avataren er zu seinen reinen Geweihten gehabt hat oder immer noch hat. So, und deshalb haben wir gesagt, falls wir mal auf eine einsame Insel müssen, wie Robinson Crusoe, der war da dort 27 Jahre lang nach dem Roman, und man hätte ihn gefragt, Robinson, du hast nur eine Auswahl, du darfst nur ein einziges Buch mitnehmen. Welches möchtest du mitnehmen? Und da hat Bhaktivinod Thakur, ein großer Lehrmeister unserer Schülernachfolge, gesagt, wenn alle Bücher in einer Bibliothek abbrennen sollten auf der ganzen Welt, aber irgendwie bleibt das Srimad Bhagavatam übrig, dann gibt es im gewissen Sinne keinen richtigen Verlust. Dann haben wir immer noch das Wichtigste gerettet. Und so würde Robinson Crusoe, wenn er smart wäre, dann sagen, okay, ich nehme das Srimad Bhagavatam mit. Jetzt muss ich mal gucken, also auch mein Kopf hat hier diesen Special-Effekt. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die Videoeinstellung. So, jetzt müsste das weg sein. Alles klar. Ja, und wir haben heute wieder einen besonderen Gesprächspartner, nämlich unseren lieben Jai Nithai Prabhu aus Berlin. Hallo. Hare Krishna, lieber Jai Nithai. Hare Krishna, Param Shriya Prabhu. Wie läuft's in Berlin? Ja, schönes Wetter. Und es geht ja langsam, kann man wieder mehr in der Öffentlichkeit aktiv werden. So, wir haben jetzt überlegen sogar schon, wann wir mal wieder im Tempel Programme machen können, unter bestimmten Vorkehrungen, die halt mit den Gesetzen einhergehen. Und das stimmt mich ganz fröhlich eigentlich so, ja. Man muss jetzt zwar mit, wie nennt man das, mit so einer Mundschutz, ne? Mundschutzmaske muss man, seit gestern mussten wir hier, da musste ich tanken. Und das Erste, was ich dann erlebt habe, ist, Sie müssen eine Mundschutzmaske hier tragen, wenn Sie hier in die Tankstelle reinkommen. Das war, so fing gestern mein Tag an. Aber und hast du eine dabei? Ja, ich hatte eine dabei. Wir haben sogar welche, wo der Hare Krishna Mahamantra drauf bedruckt ist. Den hat die Susi für uns gemacht. Und wir waren gestern in der Klinik, so eine Augenklinik, und da fragte denn die Ärztin, was haben denn diese merkwürdigen Schriften zu bedeuten, diese Schriftzeichen? Und dann hat Shivatma erstmal erklärt, ja, das sind Mantras aus den alten Veden. Und es geht um Karma, Yoga, Reinkarnation, und das ist der Hare Krishna Mahamantra. Ja, also ich blende mal am Ende dieses Videos, wenn ich das bearbeitet habe, blende ich mal diese Mundschutzmaske ein. Dann könnt ihr euch die ansehen. Ja, also bis auf das, Jai Nithai, das ist natürlich, da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
wenn man da im Supermarkt herumläuft und jeder hat da so eine Maske auf. Und es ist auch schwierig, weil vieles drücken wir ja auch durch unsere Gestiken aus. Und da merkt man plötzlich, dass so das mehr als das halbe Gesicht ist nicht mehr da. Wir können nicht mehr so leicht zum Ausdruck bringen, ob wir uns ärgern, ob wir uns freuen, ob wir irritiert sind, sondern, das habe ich gestern gemerkt, der Klang bekommt eine größere Bedeutung, wenn wir alle diese Masken aufhaben. Wenn du freundlich klingst, das hören dann die Leute. Du magst vielleicht griesgrämig aussehen, aber das sieht keiner, weil du diese Mundschutzmaske aufhast. Aber du bemühst dich, freundlich zu klingen. Dann sind die Leute auch trotzdem, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie dann auch freundlich zurückantworten. Der Dandertrick, Prabhu, der kann das bestätigen, weil er ja auch viele Jahrzehnte über das Telefon mit Kunden kommuniziert hat und daher die Macht des Klangs sicherlich sehr, sehr gut versteht. Dandertrick, sehe ich das richtig? Ihm ist so, ja, Klang ist sehr, sehr mächtig. Spielen natürlich auch noch andere Aspekte in der Kommunikation eine Rolle, aber wenn du nur akustischen Kontakt hast am Telefon, klar. Aber die Leute hören auch, wenn du lächelst, interessanterweise. Das ist, selbst da macht Körpersprache hat Körpersprache noch einen Einfluss. Ja, in diesem Sinne, weil Klang so wichtig ist, wollen wir uns dem transzendentalen Klang heute auch zuwenden. Es wird gesagt, dass der Klang, der aus dem Srimad Bhagavatam hervorgeht, nichts mit dem weltlichen, vergänglichen, materiellen Klang dieser Welt zu tun hat, sondern jeder Schloka, jeder Vers hat eine spirituelle Botschaft für uns. Und wir sind in der Einleitung noch, steuern aber langsam auf die Zielgerade zu. Und ich werde euch den Text, den wir gleich behandeln, werde ich euch gleich einblenden. Vorher können wir nochmal zusammen die glückverheißenden Gebete chanten, die man chanten sollte, wenn man das Srimad Bhagavatam vorträgt. Ich blende euch das mal ein. Hier. Okay. Also ihr könnt, lasst eure Mikrofone vielleicht dafür kurz aus, aber ihr könnt ja gerne mit ausgeschalteten Mikrofonen gerne mitchanten. Und ich hatte es schon in einer vorangegangenen Episode gesagt, wenn man das 14 Tage lang jeden Tag macht, dann kann man diese Verse mit großer Wahrscheinlichkeit sogar auswendig, ohne dass man eine besondere extra Bemühung gemacht hat. Okay. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Narayanam namaskritya narang chaiva narotamam divim sarasvatim vyasam tato jayam udhirayet. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, das das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayan Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Sarasvati, der Göttin der Gelehrsamkeit, und Srila Vyasadeva, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Nashta prayeshva bhatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavat yuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet, und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache.
Genau. Super. So, dann haben wir hier unseren Text für heute. Den blende ich euch auch ein. Und zwar seht ihr ihn hier. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Und zwar ist das hier unser Text. Den lese ich euch kurz mal vor. Und dann frage ich einfach mal den Jai Nithai, was so sein erster spontaner Gedanke ist hierzu. Okay. Von den 100 berühmten Shlokas, die von Sava Bhoma Bhatta Acharya zu Ehren des Herrn verfasst wurden, sind die folgenden beiden am bedeutendsten. Und diese beiden Shlokas erklären die Mission des Herrn im wesentlichen Sinne. Sie lauten: Erstens, ich will mich der Persönlichkeit Gottes, die nun als Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, hingeben. Er ist der Ozean aller Barmherzigkeit und ist gekommen, um uns Loslösung von der Materie, Wissen und seinen hingebungsvollen Dienst zu lehren. Zweitens, weil der reine hingebungsvolle Dienst für den Herrn mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, ist der Herr erschienen, um diese Prinzipien wiederherzustellen. Und daher bringe ich seinen Lotusfüßen meine Ehrerbietungen dar. Hare Krishna. Ja, Jai Nithai, vielleicht hast du einen spontanen Gedanken, der dir hierzu einfällt. Du müsstest dein Mikrofon nur einschalten. Ja, jetzt hört man mich, oder? Ja. Okay, gut. Ja, spontaner Gedanke. Das ist natürlich, sind sehr schöne Shlokas natürlich, weil sie Chaitanya Mahaprabhu eben glorifizieren. Und Chaitanya Mahaprabhu natürlich eine sehr bedeutende oder eine sehr herrliche Persönlichkeit ist. Oder eben die Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, in eben einem sehr, natürlich sind alle Aspekte von Krishna sehr wundervoll und bedeutend. Aber natürlich gerade für uns ist es natürlich sehr bedeutend, weil wir nun im Kali-Yuga leben und Chaitanya Mahaprabhu fürs Kali-Yuga erschienen ist oder der Kali-Yuga-Avatar ist. Und deswegen haben wir natürlich eine besondere Beziehung zu Chaitanya Mahaprabhu. Und es spielt natürlich eine besondere Rolle für uns, die Herrlichkeiten von Chaitanya Mahaprabhu zu hören, weil du vorhin vom Hören gesprochen hattest, vom Klang. Und eben darüber zu meditieren und sich darüber zu meditieren quasi, ne, da sich drin zu absorbieren. Und ja, das wird hier natürlich schön beschrieben in den beiden Versen. Also gibt's, wie ja vorher beschrieben wurde, da hat er ja 100 berühmte Shlokas verfasst, der Sava Bhoma Bhatta Acharya, die eben Chaitanya Mahaprabhu verehren. Und Srila Prabhupada beschreibt ja, das sind hier die zwei bedeutendsten. Und genau, das wird natürlich deutlich, dass man, wenn man sich die Shlokas anguckt, warum die für uns bedeutend sind. Warum könnten die für uns besonders bedeutungsvoll sein? Ja, weil hier wird über den Ozean der Barmherzigkeit gesprochen. Der Chaitanya Mahaprabhu, also erstmal wird beschrieben, dass Chaitanya Mahaprabhu die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Das ist ja auch nicht so bekannt. Auch in den vedischen Texten wird ja auch als Channa Avatar beschrieben, als der versteckte Avatar. Und aber eben hier wird sagt Sava Bhoma Bhatta Acharya, ein großer Gelehrter der damaligen Zeit und eigentlich ein Mayavadi vorher gewesen, vor dem Gespräch mit Chaitanya Mahaprabhu. Er erklärt Chaitanya Mahaprabhu hier, oder hat die Erkenntnis, dass Chaitanya Mahaprabhu niemand anders als die höchste Persönlichkeit Gottes sein kann. Und genau, das als zweites erklärt er dann eben, dass er ein Ozean der Barmherzigkeit ist. Und warum? Weil er die Loslösung von Materie
bringt quasi oder es uns die Möglichkeit gibt, von Materie loszulösen. Und oder er lehrt die Loslösung von Materie, Wissen und hingebungsvollen Dienst. Und das wird ja dann im zweiten Vers nochmal ein bisschen näher erläutert, dieser hingebungsvolle Dienst, der wurde ja dann nach Krishnas, nachdem Krishna die Erde verlassen hat, nachdem Krishna seine Spiele vollführt hatte, wurde der eben nie wieder so praktiziert, wie er eben von den Einwohnern von Vrindavan praktiziert wurde. Und Chaitanya Mahaprabhu ist quasi gekommen, um das zu lehren, diesen reinen hingebungsvollen Dienst. Ja, verstehe. Mhm. Ja, genau. Mir fällt auch dieser Vers ein, den wir oft bei unseren Boga-Opferungen rezitieren. Also für die, die jetzt noch nicht wissen, was das ist. Boga-Opferung, wir weihen unsere Speisen, bevor wir sie selbst zu uns nehmen, bevor wir sie selber essen, bringen wir diese Speisen, die wir zubereitet haben, zuerst Krishna auf dem Altar da oder vor einem Bild und bitten Krishna eben als Erster von diesen Speisen zu probieren, zu kosten. Und da gibt es ein Gebet, was wir auch immer chanten, das hat uns Srila Prabhupada so beigebracht, das heißt Maha Vadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauda Tvishya Namaha Namo Maha Vadanyaya. Dieses Maha Vadanyaya ist auch ähnlich wie der Ozean der Barmherzigkeit. Und das liegt eben auch daran, weil Sri Chaitanya uns einen Weg gezeigt hat, eine Methode gezeigt hat, mit der wir in diesem Zeitalter des Kali, das sehr schwierig ist, sehr problematisch ist, durch diese Methode sehr einfach zum höchsten Gottesbewusstsein aufsteigen können. Und das ist eben das gemeinsame Chanten des Hare Krishna Maha Mantra, dass man zusammenkommt und gemeinsam den heiligen Namen Krishnas chantet. Es muss jetzt nicht zwingend der Name Krishnas sein. Man kann auch irgendeinen anderen, der unbegrenzt viele Namen für Krishna verwenden, auch in anderen religiösen Traditionen. Und trotzdem wird man auf jeden Fall, auch wenn man das in der islamischen Tradition macht oder in der christlichen oder jüdischen Tradition, wenn man da den heiligen Namen gemeinsam chantet, das können eigentlich alle Menschen, die das ernsthaft probiert haben in diesen jeweiligen Traditionen, bestätigen, dass da etwas Besonderes passiert, dass da eine besondere Verbindung mit Gott hergestellt wird. Ja, Dandatrik, vielleicht fällt dir noch was zu diesen beiden Shlokas ein, die hier von Srila Prabhupada besonders hervorgehoben werden. In der Tat ist in der Vaishnava-Tradition das aktive Prinzip des hingebungsvollen Dienstes sehr, sehr wichtig. Ich habe kürzlich einer der ältesten Schüler Prabhupads, Hansa Dutta, hat seinen Körper aufgegeben. Und in dem Vortrag, den ich dir auch geschickt habe, dieser MP3, da erzählt er, wie Prabhupada fragt, was glaubt ihr, warum habe ich diese Bücher geschrieben? Dann haben alle erstmal überlegt und dann, ja, Prabhupada, damit wir die Philosophie verstehen. Dann hat er gesagt, nein, ich habe die Bücher geschrieben, damit ihr versteht, warum ihr Hare Krishna chanten sollt. Okay. Als Kern sozusagen, als Säule des hingebungsvollen Dienst. Mhm. Und lustig, irgendwie gestern nach Feierabend, da war ich ja auf meinen Exkursen auf YouTube unterwegs und dann bin ich, jetzt werdet ihr sicher lachen, aber dann bin ich auf einen Livestream von Justin Bieber gelandet. Ich dachte mir, okay, was wird mir Justin Bieber jetzt sagen? Vielleicht weiß nicht, ob alle Justin Bieber kennen. Ist ein sehr berühmter Sänger, junger Sänger, sehr berühmt schon, sehr jung und sehr viel Erfolg gehabt. Aber auch ein gläubiger Christ. Mhm. Und ich fand es
er hat dann eigentlich fast die ganze Zeit mit seinem Guru, also mit seinem ja, der von seiner Kirche, wir würden sagen Guru, seinem Mentor gesprochen. Und da ging es darum, dass Gott uns liebt, egal wie wir sind. Und dass wir daraus eine unglaubliche Freiheit haben. Der Druck von uns weggeht. Und er macht dann halt den Punkt, er sagt, wir brauchen gar nichts zu tun. Ne? Also wir brauchen uns nichts zu verkrampfen oder wir brauchen keine Regeln zu befolgen, weil Jesus ist für uns gestorben und wir sind frei. Mhm. Also erstmal fand ich das total inspirierend. Dachte mir, ja, das stimmt. Ne? Also Gott liebt uns, Krishna liebt uns auch so, egal wie wir sind, er nimmt uns an, wie wir sind. Mhm. Aber der andere Part ist eben der Part auch des hingebungsvollen Dienstes. Und ich dachte mir, es stimmt, er hat insofern recht, klar, wir brauchen keine Regeln folgen. Wir sagen, Rupa Goswami sagt, der Regeln willen. Ne, wenn wir Regeln befolgen, im hingebungsvollen Dienst, der Regeln willen, dann ist das sogar, kann das kontraproduktiv sein. Ne? Und deswegen hören wir auch aus den Schriften, dass hingebungsvoller Dienst Haituki zu sein hat. Das heißt, ne, wir hatten darüber gesprochen, wir geben hingebungsvollen Dienst, ohne etwas dafür zu erwarten. So, das ist im Grunde, fand ich einfach interessant, ne? diese beiden Aspekte, dass ja, Krishna, Gott liebt uns auch, er ist für uns da, ne? Aber Prabhupada sagt auch in dieser MP3, die ich dir geschickt habe, dass wenn wir keine hingebungsvollen Aktivitäten ausführen würden oder wenn wir aufhören würden, Hare Krishna zu chanten, klar, Krishna ist für uns da, aber dann werden alle unsere Aktivitäten karmisch. Ne? Die werden dann quasi nicht geläutert und gereinigt durch den hingebungsvollen Dienst. Andersrum formuliert, wie es ja heißt, ne? Dass extra, deswegen ist Lord Chaitanya erschienen, um das Prinzip, das verloren gegangene Prinzip, des hingebungsvollen Dienstes, um diese Prinzipien wiederherzustellen. Das ist im Grunde ein Kernpunkt, warum Krishna erscheint, ne? Um die verloren gegangenen Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes wiederherzustellen. So, das sind diese beiden Parts. Ne? Krishnas unglaubliche Barmherzigkeit, klar, wir mit unserem, wie in der Geschichte von Ramachandra, die kleine Spinne, ne, die auch mit die Brücke nach Lanka dort bauen wollte und immer Sandkörner zusammengewurschtelt hat und alle Monkeys haben gelacht. Ne? Aber Hanuman, Lord Ram, war sehr zufrieden mit der kleinen Spinne, weil sie hat eben gemäß ihrer Kapazität gehandelt. So, das sind diese beiden Aspekte. Ne? Krishnas Barmherzigkeit, das wurde dort auch in diesem Podcast gesagt, er wünscht sich total, er liebt uns total. Ne? Er liebt uns wie kein anderer mehr. Ne? Das ist die eine Sache, aber die andere Sache, zu Liebe gehören immer zwei. Ne? Und aus diesem Grunde haben wir uns ja auch getrennt, weil wir diese Liebe nicht haben wollten zu Krishna, aber ne, da gehören eben zwei. Und deswegen ist es so wichtig, dieses aktive Prinzip des hingebungsvollen Dienstes. Du hattest es vor ein paar Tagen auch mal gesagt, wie Prabhupada gesagt hat, eure Liebe zu mir wird sich zeigen, ne, wenn ich gegangen bin, wie sehr er kooperiert. Das heißt, Liebe ist sehr praktisch. Ja, sehr schön. Also ich habe hier auch mal ein bisschen vorgeblättert, weil oft ist es so, dass ja Srila Prabhupada in seinen Erläuterungen Verse aus dem Srimad Bhagavatam so indirekt einfließen lässt. Und das, was hier von Savabhoma Bhattacharya zitiert wird, ist auch, kann man auch bestätigt bekommen von einem Vers, den wir auch sehr bald antreffen. Es geht hier um die Loslösung von der Materie. Die hat der Jaini Thai auch eben nochmal hervorgehoben. Ich blende es euch nochmal ein. Und zwar hier dieser zweite Abschnitt. Weil der reine, hingebungsvolle Dienst für den Herrn mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, ist der Herr erschienen, um dieses Prinzip wiederherzustellen. Und daher bringe ich seinen Lotusfüßen meine Ehrerbietung dar. Das war in dem ersten. Ich will mich der Persönlichkeit Gottes, die nun als Sri Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, hingeben. Er ist der Ozean aller Barmherzigkeit und ist gekommen,
um uns Loslösung von der Materie, Wissen und seinen hingebungsvollen Dienst zu lehren. Und da finden wir im ersten Kanto eben, im zweiten Kapitel, also da werden wir in absehbarer Zeit auch hinkommen, im siebten Vers finden wir folgenden Schloka. Da heißt es, Moment, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayat Yashu Vairagyam Jnanam Chayat Ahaitukam. Indem man der Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, in Hingabe dient, erlangt man durch seine grundlose Barmherzigkeit sofort Wissen und Loslösung von der Welt. Das heißt, indem wir diesen Vorgang ausführen, den uns Sri Chaitanya Mahaprabhu vorgegeben hat, an seinem eigenen Beispiel auch, das ist auch nochmal interessant, Chaitanya hat nicht uns einfach etwas gelehrt, sondern er hat es uns vorgelebt. Und wenn wir in diese Fußspuren treten, ihn also nicht imitieren, sondern das, was er uns versucht, also zu zeigen, wie wir handeln sollen, indem wir dem folgen, können wir dann auch allmählich Loslösung erfahren von dieser materiellen Welt. Jainitai, warum ist es so wichtig, dass wir von dieser materiellen Welt Loslösung entwickeln? Ja, das ist wichtig, weil diese materielle Welt uns letztendlich, also das ist nicht natürlich für uns, ne? Das ist Krishna Nitya Das, wir sind ewige Diener Krishnas. Und in dieser Jivira Svarupa Hoi, das ist die Natur oder die ewige Stellung des Lebewesens, ein Diener von Krishna zu sein. Und Srila Prabhupada hat es immer gerne beschrieben, dass wir uns eben aussuchen können, wen wir dienen. Und da gibt es auch eine schöne Geschichte, dass da ist Srila Prabhupada in Mumbai am Strand, im Juhu Beach, und läuft mit seinen Schülern morgens auf dem Spaziergang. Und dann kommt ein streunender Hund und dem geht es halt nicht so gut. Den kennt man, wenn man in Indien die Hunde mal gesehen hat, die auf der Straße leben, dann manchen geht es ganz gut und manche sind tatsächlich sehr von Krankheiten befallen oder vom Hunger geplagt. Und dann sagt Srila Prabhupada, ja, das ist, weil er keinen Meister hat. So, und genauso ist es eben, dass wir eben uns natürlich aussuchen können, wen wir als Meister haben, so beschreibt das Srila Prabhupada. Und wenn wir eben wenn wir eben diese materielle Natur als Meister nehmen, beziehungsweise versuchen, sie auszubeuten, ne? Lord it over, Prabhupada sagt immer gerne, ne? Also sie zu, ja, was heißt denn das in Deutsch eigentlich, Lord it over? Sie versuchen zu beherrschen, dann ist es letztendlich passiert genau das Gegenteil, dass wir nämlich von der materiellen Natur beherrscht werden. Und deswegen, und das hat natürlich was mit dem Bewusstsein zu tun. Also wie sehe ich die Dinge, die ich sehe in der Welt, und was assoziiere ich damit? Deswegen, also es ging ja um den hingebungsvollen Dienst vorher. Jemand, der ein Devotee, der hingebungsvollen Dienst praktiziert, der sieht halt überall Möglichkeiten, sieht überall Krishnas Energien, sieht überall Krishnas Herrlichkeit und sieht überall eben Möglichkeiten, Krishna zu dienen auch. Wohingegen jemand, der angehaftet ist an der Materie, der versucht überall zu genießen in der materiellen Welt. Und das mag natürlich zeitweilig funktionieren auch, dass man da irgendwie na klar, wenn man das mit der spirituellen Glückseligkeit vergleicht, ist es natürlich immer noch sehr fader Geschmack, aber man kann natürlich eine gewisse materielle Freude erfahren werden, aber die ist halt immer mit Konsequenzen verbunden auch so und stellt letztendlich das Lebewesen auch nicht vollkommen zufrieden. Und genau diese vollkommene Zufriedenheit kommt halt im hingebungsvollen Dienst. Und deswegen versteht jemand, der hingebungsvollen Dienst praktiziert oder der sich mit den Lehren des Srimad Bhagavatams beschäftigt, dass es keinen Wert hat, diese
an dieser materiellen Welt angehaftet zu sein. So, ne? Das heißt natürlich, das ist natürlich eine interessante Sache, weil letztendlich ist man natürlich in dieser materiellen Welt. Wir haben hier unseren materiellen Körper und wir arbeiten mit materiellen Gegenständen. Und das heißt nicht, dass man das einfach lässt und unterlässt und auf einmal nur noch stillsteht oder was auch immer, sich ins Innere zurückzieht. Dafür sind wir auch gar nicht fähig dazu. Dass man untätig wird, praktisch, ne? Dass man untätig wird. Ja, genau, untätig wird oder versucht, sich von allen zurückzuziehen. Sondern das bedeutet, dass man allem, wie vorher schon kurz erwähnt, dass man alles in Verbindung zu Krishna sieht und eben im hingebungsvollen Dienst aktiv wird. Ja, ich habe jetzt mal im Chatfenster mal kurz reingeguckt. Hier gibt es die ein oder andere Frage. Und zwar von, lass mich mal gucken, von Saraswati gibt es hier eine Frage. Magst du sie uns mal vorlesen? Also, mir ist in den Sinn gekommen, hingebungsvoller Dienst. Wenn ich alles, was ich tue, für Krishna tue, ist dann alles, was ich tue, auch tatsächlich hingebungsvoller Dienst? Das war meine so spontane Frage. Okay, also wann beginnt hingebungsvoller Dienst? Ja, wann beginnt hingebungsvoller Dienst? Und hier steht Srimad Bhagavatam, 1. Kanto, Kapitel 6, frei von Karma, Lust, frei von Lopa. Okay, ja, sicherlich nicht verkehrt. Dandatrik, wann beginnt für dich hingebungsvoller Dienst? Wann weißt du, oh, jetzt beginne ich mich wirklich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen? Woran bemerkst du das? Ich sag mal lieber, ich beginne mal lieber mit dem, was Srila Prabhupada dazu sagt. In einem Vortrag in Toronto, da haben ihn die Devotees gefragt, wie lange braucht es denn für hingebungsvollen Dienst? Ne? Wir sind ja alle so gefallen. Ne? Können wir das noch in diesem Leben erreichen oder wie viele Leben brauchen wir denn? Und da lässt sich Prabhupada das erstmal übersetzen. Dann kurze Pause, spannende Pause, Kamera auf die Devotees, Kamera auf Prabhupada, schwenkt hin und her. Und dann sagt Prabhupada, one minute. Und er erläutert das. So, der Punkt ist, die Frage ist nochmal, Moment. Wann du für dich erkennst, oh, jetzt beginne ich mich im hingebungsvollen Dienst wirklich zu beschäftigen. Auf welchem Punkt beginnt hingebungsvoller Dienst? Die Antwort ist ab sofort. Genau, und woran merkst du das bei dir selbst? Ah, ja, jetzt. Jetzt beginne ich mich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen. Wenn ich keine Erwartung habe, wenn ich einfach mal einen hingebungsvollen Dienst mache und erwarte nichts dafür. Wenn ich einfach Service mache im Tempel und ich erwarte nichts dafür und ich erwarte nicht, dass keiner entdeckt, wie schön ich vielleicht den Teller sauber gemacht habe oder wie schön ich gelectured habe. Okay. Natürlich, klar, wir freuen uns auch alle über Feedback, nicht? Aber, und freuen uns über Lob, aber was ist, wenn das Lob eben nicht kommt? Und daran messe ich meinen hingebungsvollen Dienst auch immer. So, ich habe meinen Dienst gemacht, ich habe das jetzt gemacht als Motivation, um Krishna zufriedenzustellen, um Prabhupada zufriedenzustellen, um die Devotees zufriedenzustellen. Und das ist es. Da wird erklärt, dass es zwei Punkte sind, die dafür, um sich zu checken für hingebungsvollen Dienst. Der eine Punkt ist, hafte ich an die Frucht an? Ne? Was sind meine Erwartungen? What's in for me? Ne? Was denke ich, was springt für mich raus, wenn ich jetzt einen hingebungsvollen Dienst mache? Ne? Werden sie mich bald auf einer Sänfte durch die Tempeltür tragen? Ne? Und der andere Punkt ist, ist mein hingebungsvoller Dienst frei von Spekulation? Mhm. Ist da irgendwas, eine Philosophie, die wo ich einfach sage, ich habe das jetzt gemacht, aber ist es wirklich richtig? Ne? Vielleicht hat ja Sartre doch recht oder irgendjemand anders nicht, oder das ist mir hier suspekt irgendwie, wie die hier die Deities durch die Gegend tragen. Ich trage Prabhupada und das ist irgendwie komisch für mich, ne? weil ich letztendlich als unterlegendes Prinzip das Schraddha dafür gar nicht habe, das Vertrauen dafür gar nicht habe. Und weil ich
letztendlich dann ein Andersgläubiger, wenn man so will, ne? Immer noch an meinen materialistischen Konzepten hänge und mich deswegen dem hingebungsvollen Dienst abwende. So diese zwei Punkte, die auch gleichzeitig Hindernisse im hingebungsvollen Dienst sind. Also erstmal die Frucht, die ich erwarte, und meine philosophischen Spekulationen, die ich als eine ganz tiefe innere Überzeugung, obwohl ich nach außen alles ganz toll mache, erbiete und so weiter, die ich immer noch in meinem Herzen trage. Und die Absenz von dem bedeutet, dass ich den hingebungsvollen Dienst ausführe, können wir uns ja dann ganz praktisch mal checken, wenn wir sowas machen. Und auch die Unklarheit oder Unsicherheiten dann ruhig auch offen sich vertraulich mitteilen, ist auch ein wichtiges Prinzip im hingebungsvollen Dienst. Ein förderliches Prinzip, laut Rupa Goswami, sich den Devotis vertraulich offenbaren. Wenn ich das mit Motivation, wie wir alle das irgendwann mal machen, ne, ganz klare Sache, oder wir merken da, wir kommen da an eine innere Grenze, dass wir uns den Devotis öffnen und auch dann da uns durch Frage und Antworten uns erheben. Okay. Ja, vielleicht nochmal für die Besucher, die das erste Mal hier anwesend sind. Hingebungsvoller Dienst, auf Sanskrit wird das auch als Bhakti bezeichnet. Und da wird eine Liste von 9 Tätigkeiten angeführt von Prahlad Maharaj, die zum hingebungsvollen Dienst gehören. Das ist Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmani, Vedanam. Da heißt es, wenn wir über Krishna hören, dann beginnt eigentlich auch schon hingebungsvoller Dienst. Der fängt mit Hören an, dass wir über Gott hören. Shravanam, Kirtanam. Kirtanam bedeutet, dass wir anfangen, über ihn zu sprechen, dass wir ihn lobpreisen, seinen heiligen Namen chanten. Vishnu Smaranam, dass wir uns an ihn erinnern. Archanam, dass wir ihn verehren. Zum Beispiel auch viele, die hier bei sind, bei unserer Live-Schaltung, die haben so einen kleinen Altar zu Hause. Ich glaube, Dandatrik, du hast auch so einen kleinen Wohnzimmeraltar. Und da bringt ihr dann jeden Tag eine oder mehrere kleine Zeremonien da, je nachdem, wie ihr das beruflich einrichten könnt. Das ist dann die Verehrung. Vandanam, man sollte dem höchsten Herrn Gebete darbringen. Das können entweder solche Gebete sein, wie wir sie hier in den Schriften finden. Die sollten ruhig mal so 1:1 übernommen werden. Dann verstehen wir, wie wir richtig beten auch. Aber wir können auch in ein inneres gebetsvolles Zwiegespräch mit Gott, mit Krishna, auch das können wir für uns mit Gott führen. Und dann haben wir Dasyam, dass man so ganz praktische Dienste verrichtet, wie zum Beispiel der Dandatrik hat davon gesprochen, dass man dann im Tempel etwas sauber macht oder etwas trägt oder die Altargestalt von Krishna trägt. Das finden wir auch in Indien. Da gibt es dann manchmal so Prozessionen. Da werden die Detis auf Elefanten um den Tempel geführt. Dasyam, Sakyam, Atmani, Vedanam. Dass man mit Gott Freundschaft schließt und dass man sich ihm völlig, dass man sein Leben ihm völlig darbringt. Also das ist, was als Bhakti beschrieben wird. Und ja, indem man sich in diesen Tätigkeiten anfängt zu beschäftigen, dann fängt unter anderem auch hingebungsvoller Dienst an. Und ich glaube, Dandatrik, du hast mehr darauf abgezielt, wann beginnt reiner hingebungsvoller Dienst, wenn er denn frei von Spekulationen, philosophischen Spekulationen und fruchtbringenden Erwartungen hat. Ja. Du warst einen Schritt schon weiter wie ich. Du bist eben schon dem reineren Hören enger verbunden als ich. Aber also das war eigentlich, worauf ich hinaus wollte. So, wann beginnt hingebungsvoller Dienst? Wenn wir uns eben in einen dieser 9 Vorgänge beschäftigen. Und was du sagst, ist auch völlig richtig. Wann beginne ich dann rein mit reinen hingebungsvollen Dienst? Wann ist dann mein hingebungsvoller Dienst auch rein? Das ist natürlich
diese beiden Themen, da gucke ich nämlich jetzt auch schon langsam auf die Uhr, die können wir bestimmt auch mal in einer zukünftigen Sendung mal durchgehen. Wann ist hingebungsvoller Dienst wirklich rein und wann beginne ich mich eigentlich schon im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen? Er mag vielleicht noch nicht so rein sein, aber es ist schon hingebungsvoller Dienst. Ich erinnere mich an diese Geschichte von der 267th Avenue, wo Prabhupada einen Vortrag gegeben hat. Und da kam diese Geschichte mit dem Obdachlosen, der eine Rolle Klopapier vorbeigebracht hat. Der ist da irgendwie reingekrochen und hat einfach eine Rolle Klopapier dahingestellt. Und dann hat Prabhupada, ich weiß nicht den genauen Kommentar, aber er hat just see, ne? Er hat das als hingebungsvollen Dienst akzeptiert. Mit so einer kleinen Geste beginnt hingebungsvoller Dienst letztendlich. Ne? Wir fangen ja alle klein an. Kleine Brötchen. Dann, Dietrich, diese Geschichte, kannst du die nicht mal raussuchen und uns morgen mal präsentieren, ausführlich? Ich gebe mein Bestes, aber sie ist eigentlich sehr, also rein faktisch ist sie sehr, sehr kurz und bündig. Ein Obdachloser kommt in den Tempel und lässt eine Rolle Klopapier da. Dann geht er wieder weg. Prabhupada sagt, ja. Okay, super. Ja, liebe Freunde, es ist 8.40 Uhr. Wir sind etwas über die Zeit. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, als etwas über die Zeit zu sein, um, wenn man das Srimad Bhagavatam rezitiert und darüber diskutiert. Wir haben jeden Morgen, das hatte ich noch nicht gesagt, hier eine Live-Session auf Zoom. Da kann jeder sich gerne mit einklinken. Ihr findet in der Videobeschreibung den Link und das Passwort MTB, mein tägliches Bhagavatam. Man kann auch diesen YouTube-Channel abonnieren, falls man da nicht live immer dabei sein kann. Dann wird man benachrichtigt, besonders wenn man diese Glocke aktiviert. Und ich bedanke mich bei allen aktiv live zugeschalteten Teilnehmern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem lieben Jaini Thai Prabhu aus Berlin. Und freue mich, dich auch gerne wieder einladen zu dürfen. Und nächstes Mal. Ja, vielen Dank an dich, dass du das überhaupt machst und dass ich dabei sein durfte. Hare Krishna. Und ja, in diesem Sinne können wir ja vielleicht einmal nochmal unser Mikrofon einschalten und den Hare Krishna Maha Mantra gemeinsam chanten. Und falls ich irgendetwas im Chatfenster übersehen habe, gucke ich mir das gleich nochmal an und dann können wir das gegebenenfalls morgen nochmal besprechen. Ich zähle den Countdown runter. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alles Gute und bis bald. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Hare. Hare Hare.